sagst, jemand, der jetzt ausverkauft ist, handelt nicht im Interesse der Gemeinde. Ja. Was macht dann der Herr Bürgermeister Kölli, was macht der Herr Bürgermeister Hüttner? Der Bürgermeister Kölli hat diesen Vertrag teilweise zugestimmt, mit vorbehalten, aus dem Grund, weil er gesagt hat, für ihn ist die Kooperation von Begas und Bebag unter bestimmten Voraussetzungen ein wichtiges wirtschaftspolitisches Anliegen. Das kann man durchaus vertreten. Nur ich persönlich bin der Meinung, bevor man diese Kooperation macht, gehören die Fakten auf den Tisch. Vorher würde es notwendig sein, dass man sich die Bebag im Detail anschaut, dass man schaut, was dort die letzten 5, 8, 10 Jahre passiert ist an Beteiligungen, ob dort es dubiose Geldflüsse gegeben hat und so weiter. Und wenn das alles geklärt ist, dann bin ich auch der Meinung, dass eine Kooperation denkbar ist. Aber nur, dass man das Geld von der Begas, die über 40 Millionen Euro, die dort aus Rücklagen vorhanden sind, nur, dass man dieses Geld holt, das ist an sich eine Schweinerei. Das habe ich sehr deutlich gesagt. Das heißt, hier haben wir an sich den gleichen Ansatz, nur der Manfred Köhl ist eher vielleicht Konsenspolitiker, was sagt, gut, im Interesse dieser Lösung bin ich jetzt schon dafür. Ich persönlich bin der Meinung, dass vorher klar Rainer Tisch gemacht gehört hätte. Sagt noch was ganz klipp und klar dazu. Ich bin ein Vertreter oder ich vertrete, dass wir Verbände zusammenlegen und dort können wir wirklich maßgebliche Einsparungspotenziale sehen. Ich sage das mit dieser Deutlichkeit. Einen burgischen Mittelbau Umwelt ins Burgenland, wo wir drei Geschäftsführer haben, jeder vor der Auto, wenn man bei der Feuerwehr diese Diskussion schaut, mit 90 und 100.000 Euro Autos, auch dort sind die Geschäftsführer zwischen 75 und 100.000 Euro Autos und wir tun nur von einem Büro zum anderen die Rechnungen hin und her. Ich bin dafür, dass man das zusammenlegt. Bin egal, ob der Landeshauptmann oder der Finanzreferent, ich hoffe, dass es nicht mehr lang ist, vielleicht auch das so sieht. Wasserleitungsverbände werden bereits zusammengelegt. Der Eisenstädter Nördliche hat sich mit Wulkertal und. Das heißt, da werden die nächsten Schritte sein. Unsere Forderung war tief und klar, Bezirksgerichte zu schließen, zusammenzulegen. Jetzt springt die Frau Minister auf. Das haben wir schon seit langem gefordert. Genau habe ich gefordert, Begas, Bewag vernünftig zu verhandeln, auszuverhandeln, die Dividende denjenigen auszubezahlen, dem es gehört und dem es zusteht. Dann die Kosten eines Vertrages, das kommt gerade der Herr Jurist, Rechtsanwalt, sollten nicht die Verkäufer zahlen, sondern der Käufer, das ist logisch, wenn Sie ihr noch Haus verkaufen, wer zahlt es dann? Denke schon, der was kauft, so ist es einmal. Und die Dividende ist eine ausgemachte Geschichte, wo wir gesagt haben, irgendeinen Kuhhörer müssen wir eingehen. Ich appelliere, dass man diese Dividende ausbezahlt, dass die Gemeinden mehr Geld bekommen sollen und dann, glaube ich, kann man auch einen Kompromiss finden. Aber wie es jetzt ausschaut, dass man seitens des Landes sich so aufhört, die Begas holt sich wirklich seriös zurück, mit Recht. Muss ich dazu sagen. Mit Recht. Die wissen ganz genau, wenn sie die Vorstände fragen, die Verantwortlichen, mit diesen 25%, dann werden sie die Antwort bekommen, der Herr Biller hat nicht Recht. Und daher sage ich noch einmal, der Herr Biller hat oft nicht Recht. Und daher gehört er dazu. Und eines noch, die Medien sollten einmal kritisch nachfragen, mischt mich in euer Geschäft natürlich nicht ein, aber trotzdem wäre es nicht schlecht, kritisch nachzufragen, ob der Herr Landeshauptmann tatsächlich die steirische Lösung als den Modellfall haben will. Er hat ja in einer Pressekonferenz gesagt, es funktioniert hervorragend in der Steiermark und wir wollen das, damit die Energiepreise niedrig bleiben. Er hat aber vergessen zu sagen, in der Steiermark kommen ausländische Beteiligungen um einen beträchtlichen Anteil. Das heißt, strebt er auch im Burgenland an, dass wenn diese große Lösung kommt, in einer ersten Phase die Bewag Hollweg saniert wird und in der zweiten Phase dann ausländische Investoren groß einsteigen bei uns? Das hätte er sagen sollen. Diese Frage hätte ich gern gehört bei der Pressekonferenz, wo er gesagt hat, ja, und wir verhindern den Ausverkauf, wir machen eine österreichische Lösung, eine Gesamtlösung, so wie die Steirer. Und man dachte, hallo, bei den Steirern, das sind ja eine der ersten Wesen, die ausländische Investoren in großen Stil hereingeholt haben. Also da frage ich mich schon, wie er in einer ersten Phase, wie gesagt, die Bewag Hollweg sanieren, für die Brautschau schön machen und dann in der zweiten Phase möglichst viel verkaufen an Anteilen, damit man Geld fürs Land auch noch lukriert. Das ist ja die Verdachtslage, die ich habe. Das Land hat ja nicht viel Geld in Wirklichkeit, sondern die sind ja finanziell auch Hintermäger, wie man so schön sagt. Vielleicht ganz kurz noch dazu, also dieser Landesgesellschaft. BKF wird verkauft, wir haben keine Möglichkeit überhaupt einmal zu erfahren,
was ist da gelaufen? Was hat das gebracht im Land? Wie schaut das tatsächlich aus? Wer hat dort wieder mal das Sagen? Und. Solche Dinge haben wir ständig. Ständig gibt es solche Dinge, wo wir keine Möglichkeit haben, wo wir im Landtag sitzen, wo wir eigentlich die Kontrolle sein sollten, dürfen wir nicht hineinschauen. Und daher wird der Rechnungshofdirektor von mir auch den Auftrag hoffentlich entgegennehmen, dass solche Dinge auch demnächst veröffentlicht werden. Weil das ist unser Geld, was hier verschwendet wird. Und ich denke, es wäre höchst notwendig, hier umzudenken und Landesregierungsbeschlüsse auch öffentlich zu machen. Beziehungsweise wird ein Landtag Einsicht nehmen. Das ist nicht gegeben und das verstehe ich einfach nicht. Warum versteckt man da was? Mit zwei Fragen. Das erste ist, grundsätzlich, ich habe jetzt nicht verstanden, jetzt abseits dieser ganzen Querelen, wenn man das beiseite lässt. Ist die Liste Burgenland für einen Verkauf der Begas-Anteile ans Land und in weiterer Folge für eine Fusion oder ist die Liste Burgenland dagegen? Grundsätzlich habe ich erwähnt, ich bin für Zusammenlegung. Köhli Manfred, das erste Mal im Landtag, hat damals schon gesagt, Zusammenlegung solcher Möglichkeiten, Begas, BEWAG, Energie, gemeinsam schaffen. Zweitens, ich stehe dazu, wenn das alles transparent ist, wenn wir auch eingebunden werden. Wir wurden seit am Anfang nicht mehr eingebunden. Nach einigen Besprechungen wurde dann klar, okay, so soll das laufen. Dann haben wir aufgezeigt, haben einen Juristen eingeschaltet, haben gesagt, was ist da? Warum sollen wir die Kosten nehmen? Warum sollen wir die Dividende übernehmen? Und was ist es tatsächlich wert? Da gibt es zwei Gutachten, das ist schon richtig. Der eine hat die BEWAG bestellt, oder das Land bestellt, das andere die Begas bestellt. Und? Können wir nicht der dritte, der vierte? Ja, aber wie hätte das anders laufen? Die Gemeinden haben nichts bestellt. Die Gemeinden haben gar nichts bestellt. Die BAV. Aber ich wurde nicht gefragt, wer kein SPÖler bin und kein ÖVPler bin. Und das muss man klar sagen. Du zweifelst auf, ob das den Immobilien-Gutachten. Ja, die Vorgangsweise ist nicht in Ordnung. Das sind Auftragsgutachten in Wirklichkeit. Ja, aber jetzt Gutachten ist ein Auftragsgutachten. In der GAV sitzen genauso die Landesvertreter drinnen, da sitzt der Herr Meskulitsch drinnen, der von Stanislas Gnadenbezirkshauptmann in Mattersburg geworden ist, der bei der GAV kassieren, der Bürgermeister ist. Da sitzt der Herr Tod drinnen, der in verschiedenen Funktionen des Landes ist. Die sind Auftrags... Die sind Bürgermeister. Aber unterstellen Sie diesen Leuten wirklich, dass die nur um dem Land zu helfen, sozusagen... Ja, auch ich unterstelle Ihnen das. Ein paar Worte. Und da sollen Sie beklagen, wenn Sie wollen. Und ich unterstelle Ihnen das. Sie wurden nach einigen Gesprächen, wenn man dann persönlich mit Sie spricht, ganz anders. Und sagen, ja, wir wissen das. Wir wissen das, dass das nicht unbedingt das Beste jetzt war in der ganzen Geschichte. Aber wir wollen verkaufen, denn in 5 Jahren, wer weiß, was mit der Begas passiert. Wer weiß, was da los ist, da werden vielleicht da und da Probleme auftauchen. Ich sehe es anders. Ich sehe es als Gemeindevertreter, kein Parteizugehöriger, kein SPÖ, kein ÖVP, kein FPÖ, sondern ich sehe es ganz einfach so. Punkt zu bringen, ich will, dass ich mit eingebunden bin, wenn ich schon Aktionär bin, wenn ich auch nur Besitzer bin, dann hätten sie mich von Anfang müssen einbinden. Das haben sie nicht getan, weil sie gesagt haben, 75% genügend, da fahren wir drüber über den Köhli und über den Hutter. Und jetzt ist die Problematik aufgetaucht. Aber nur um das auf den Punkt zu bringen, dass ich das richtig verstehe, also du oder sie unterstützt den Meskulitsch und den Bob, diesen Leuten, dass sie bewusst in Kauf nehmen, dass die Gemeinden bei dem Deal schlechter aussteigen, als sie eigentlich unterstellen. Ja. Warum? Weil sie im Auftrag des Landes handeln. Das Land möchte diese Lösung mit aller Gewalt über die Bühne bringen und da sind ihnen die Gemeindeinteressen relativ egal, das unterstelle ich ihnen. Und zur Frage Orovic vorher, ob wir jetzt für oder gegen den Verkauf sind. An sich ist ja die Frage nicht so einfach zu beantworten, wie Sie vorher gemeint haben. Wir sind für Transparenz, Offenlegung, was in der BEWAG passiert ist. Wir sind in einer zweiten Linie für Kooperation, da haben wir nichts dagegen. Und warum soll es nicht, bitte schön, in einer neu zu gründenden Gesellschaft Minderheiteneigentümer gehen? Ich weiß schon, das ist den Leuten unangenehm, dass bei der BEWAG zum Beispiel ein paar kleine Aktionäre drinnen sind. Warum soll Großhöfle nicht als Minderheitenaktionär in einer künftigen gemeinsamen Gesellschaft drinnen sein? Ich garantiere Ihnen, ich werde dort so viel Wirbel machen, dass dort sparsam agiert worden würde. Wären Sie dafür eigentlich, dass bei diesem neuen Konzern, der da entsteht, vielleicht ein privater
Mehrheitseigentümer. Nein, das wird wahrscheinlich 49% hält ja eh die Burgenland Holding. Ja, das ist ein an der Börse notiertes privates Unternehmen. Wenn man jetzt sagt, die Energiewirtschaft soll in öffentlicher Hand bleiben, ergibt sich daraus, dass 51% im Land und oder Gemeinden haben. Ne? Das meinen Sie ernsthaft, dass in der Burgenland Holding nach privatwirtschaftlichen Kriterien agiert wird? Ich meine, es ist halt EVN ist dort ein Mehrheitseigentümer, wie wir wissen, nicht? Mit über 60% oder so. Ich meine, ich sage jetzt, das ist ein privates Unternehmen. Ne? Ich persönlich bin der Meinung, warum soll nicht eine Gemeinde weiter Minderheiteneigentümer in einem derartigen neu zu gründenden Unternehmen sein? Transparenz, Bewertung und dann soll doch eine Gemeinde auch die Möglichkeit haben zu sagen, okay, wir sind dort Minderheiteneigentümer. Warum nicht? Überall dort, wo eine Kontrolle da ist, wo ein Minderheiteneigentümer da ist, wird meiner Ansicht nach seriöser und sorgfältiger. Aber offenbar wollen fast alle Gemeinden jetzt eben rausgehen aus der Bewegung, weil sie das Geld brauchen. Ne? Also hätten sie ja nicht, gäbe es ja nicht die Gemeinderatsbeschlüsse. Genau, das ist der Punkt. Kennt ja eh eine Gemeinde, sagen wir verkaufen unsere Anteile. Wenn diese Option nicht. Ja gar nicht dargestellt worden ist, hätte man vom Land her diese Option und diese Möglichkeit seriöserweise dargestellt, weiß ich nicht, ob am Anfang Köllenig gesagt hätte, okay, in einem derartigen neu gegründeten Konzern möchte ich, dass wir Anteile haben. Bin ich mir nicht sicher. Ich sag ganz was anderes. Unsere Gemeinderäte wurden erpresst, rot und schwarz. Ich sage das mit dieser Deutlichkeit. Ich kann es mir ruhig zitieren. Ich sage auch warum. Nachdem ich diesen Satz hineingefügt habe, diese zwei Sätze hineingefügt habe und abstimmen habe lassen, Stunden später wurde ich angerufen von der ÖVP-Seite von jemandem, ob das jetzt stimmt, dass dieser Satz drin ist. Sag ich, selbstverständlich, du hast auch mitgestimmt. Das gibt's ja nicht. Der Grad, wir werden, hat mich gerade angerufen, das darf nicht sein und wir können das nicht und wir sollen das nicht und das ist ein Wahnsinn. Wo leben wir? In was für ein Land leben wir? Bitteschön. Und das lasse ich nicht mehr zu. Und es wäre auch so gewesen, ich hätte nie ein Budget zusammengebracht, wenn sich nicht irgendwo eine Partei dazu vom hohen Ross herunterbegeben hätte, vom Land, und hätte gesagt, stinkt es zu, weil sonst haben wir ein Problem mit der Pegas und mit Beberg-Fusion. So dein Stere, vor Gericht steht es. Und das sind Dinge, die ich nicht verstehe in diesem Land. Was ist mit deinem Land los? Was passiert denn derzeit in diesem Land? Brauche ich das so dringend? Brauche ich das in dieser Frist? Wo ich sage, warum hätte man nicht warten können, ein, zwei Monate noch, wo wirklich sachlich aufgeklärt wurde. Der Bataatsmann ist der einfach Bürgermeister. Dann ruft er an, sage ich, weißt du überhaupt, was da drin steht? Sagt der Name auf, und ich gesagt, das passt schon. Sag ich, hast du das angeschaut mit der Dividende? Der hat mich dann zurückgerufen und gesagt, das habe ich nicht gesehen drinnen. Und solche Dinge mehr, und der ist ja alles ein Bürgermeister, der ist überhaupt lustig. Der kann überhaupt keine Auskunft geben über so einen Vertrag oder über irgendeine Möglichkeit, dass man vielleicht ein Gutachten sich anschaut. Dann interessiert er das nicht. Nein. Wissen Sie, kennen Sie das die Vertragsbedingungen? Nein, aber zustimmen tun. Das ist Politik auf Burgenländisch. Das heißt, wir stimmen zu, wenn wir das Aviso kriegen von oben, egal wie, was, brauchen wir nicht. Wissen Sie, wie es zugeht in den Verbänden? Da wird vorher beraten, heute ist das ein Prozess. 10 Jahre habe ich aufmerksam gemacht. Dort läuft was schief. 10 Jahre haben sie mich niedergestimmt und gesagt, lass in Köln reden, der sitzt der neu erinnert. Wieder schon. Jetzt brennt die Hütte. Hallo? Warum? Macht man das? Und da halten wir jetzt noch immer zusammen. Und dann geht der Vorstand oder der Obmann her von diesem Abwasserverband und sagt, er hat da noch angerufen, er zahlt den Schaden zurück, 43.000, und dann sollen wir halt alles den Gericht melden, er hat das eh alles gezahlt, vielleicht ist eine Strafminderung. Das ist in Burgenland, das ist leben nicht wir? Die Ausnahme, das ist wo System leben wir? In Burgenland. Und ab und zu das ist ein Wahnsinn, was da passiert. Platzt so eine Eiterbeule auf, aber das ist System. Das nächste kommt, wo man sie alle kauft und wehe, wenn einer nicht mittut. Wehe, wenn ein Bürgermeister nicht mit oder ein Landtagsabgeordneter nicht mit, dann verliert das Mandat, dann wird er nicht mehr aufgestellt und so weiter. System. Wie hätte die Bewertung eigentlich sonst funktionieren sollen? Mehrere Bewertungen. Warum? Nicht Land mehr. Und Pegas oder 150 Bewertungen? Nein, 4 oder 5. Ja, war doch möglich gewesen, oder? Und dann sage ich, was rausgekommen war. Mindestens 150 Millionen. Weil, wisst ihr warum? 42 Millionen an Rücklagen. Das ist ja interessant, dann kaufe ich die Pegas auch sofort. 42 Millionen, die kann ich einmal, ich weiß schon, 41% ist EVN, 51% ist die Gemeinden. Hallo, mit 42 Millionen, die Hälfte sind 20, 22, nehme ich als neuer Eigentümer und mache, was ich will damit.
Das ist ein Wahnsinn normal. Ein voll funktionierendes Leitungsnetz, das ziemlich jung ist, habe einen voll funktionierenden Kundenstock. Das heißt, zumindest hätte man eines sagen sollen, dass man sagt, gut, von der GRV wird ein Gutachten gemacht, von der Holding, dann hätte man sagen können, die Freien sollen auch einen Gutachter bestimmen, die Freien Bürgermeister, wäre doch interessant gewesen. Oder man hätte sagen können, wir lassen ein offenes Bietverfahren zu oder ein teiloffenes Bietverfahren. Hätte man gesehen, ob es damit angehen hätte, er gesagt hat, 130, 150 Millionen bin ich bereit zu finanzieren. Egal, ob man es dann verkauft hätte oder nicht, aber zumindest diese Möglichkeit einzureichen. Aber Herr Dr. Rauter, widersprechen Sie sich da nicht selber? In Ihrem Brief an die EU-Kommission fordern Sie sozusagen einen offenen Wettbewerb und sagen aber vorher, dass Sie strikt dagegen wären, dass ein privater Mehrheitseigentümer wird. Entweder oder. Nicht? Also man kann dann sozusagen nicht. Ein privater darf ja nach der derzeitigen Gesetzeslage gar nicht Mehrheitseigentümer sein. Daher reden wir von 49%, die möglicherweise privatisiert werden. Ich bin eh jetzt schon privat. Ein größeres Unternehmen, wo jetzt die Pegas mit einfließt und die Gemeinden draußen sind, schafft neues Potenzial, den Wert zu verkaufen, an der Börse zu platzieren oder sonst irgendetwas. Das ist ja klar. BEWAG und Pegas ist ja vom Volumen her größer. Ich weiß auch nicht genau, wie es beabsichtigt ist, ob man Aktien auflegen will oder neue Aktien. Ist ja alles nicht bekannt. Wissen Sie wahrscheinlich nicht, was kein Bürgermeister, wahrscheinlich weiß nicht einmal der Vertreter der Holding, was hier konkret geplant ist. Das heißt, wir sollen einen Weg beschreiten, wo eigentlich niemand weiß, wo der Weg hinführt. Das ist schon komisch. Gell? Aber ich verstehe nicht. Wenn man sich eine zweite Option gewünscht hätte sie zum Beispiel in der Schweiz den ganzen Grund darauf ankommen lassen können und einfach das nicht unterschreiben und einfach darauf warten, was passiert dann. Noch einmal, Sie kennen den Vertrag wahrscheinlich nicht, gell? Was da drin steht, in meinem Vertrag. Es ist ein bisschen ein Unterschied zwischen den anderen Verträgen. Und ich frage mich, warum heute so viele Interessen da sind, auch vom Land jetzt auf einmal eine große Aufregung herrscht. Wenn das eh alles so klar ist. Anscheinend ist das nicht so klar. Und da frage ich mich, wenn der Vertreter da ist, der Herr Rechtsanwalt, warum ist der heute da, wenn das eh alles ein Gmahdewesen ist? Es ist keine Gemeinde. Und das ist genau das, wo ich mich frage in diesem Land, was spielt sie an? Und ich frage mich noch weiter, mit was zahlt das Land, die 100 Millionen? Wie wird das weitergehen? Und ersparen wir sie wirklich im Land dann, wenn die zusammengegangen sind? Wie der Herr Landeshauptmann sagt, da werden die Energiekosten niedriger. Na, das schauen wir aber sehr wohl an. Und wo wird eingespart? Beim kleinen Personal wahrscheinlich wird eingespart, aber oben in der obersten Etage wird nichts eingespart. Sie sollen einmal einen Plan uns geben, wie soll das weitergehen in dem Land? Weil ich sitze auch als Abgeordneter mit einem Kapperl als Bürgermeister und da mit einem Kapperl als Abgeordneter drin und habe die Bevölkerung zu vertreten. Und ich glaube, das ist wichtig. Und nicht, wie sie die anderen Bürgermeisterkollegen hinsetzt, ist so wurscht, ich kriege zumindest eine Million. Und eine Million, da kann ich einen Kredit aufnehmen schon, wie angewohnt. Da, man ist hinterfragen, wieso das möglich überhaupt ist, dass der schon einen Kredit bekommen hat, seitens der Gemeindeabteilung abgesegnet, seitens der Landesregierung abgesegnet, wenn das Geschäft gar nicht gereinigt ist. Ich kann auch nicht das Fehl verteilen, wenn der Bern auch nicht erlebt ist, oder? Und da frage ich mich, wie das reint. Und da sollten sich die Medien einmal draufstehen. Was spricht wirklich dagegen, dass man sagt, man macht einen neuen Vertrag, der es auch ermöglicht, dass Gemeinden mit Minderheitseigentümer einer neu zu gründenden Gesellschaft oder einer kooperierenden Gesellschaft sind. Das ist das Richtige. Ich sage genau anders. Entschuldigung, die Pegas hat ja auch kein Problem mit der Bioenergie, das weiß man ja, oder? Ich als Gemeinde bin interessiert, weil ich auch ein Werk in Deutschkreuz stehen habe, das zu kaufen. Jetzt bin ich neugierig, wie das geht. Warum soll das nicht gehen, dass ich das Werk übernehme, wenn die Insolvenz angemeldet haben? Dann kaufe ich das Werk, weil dann ist es eh nochmal 30% wert. 1,4 Millionen angeblich war es wert, 400.000 haben sie Förderung gekriegt. So, 6% weg, wie es jetzt ausschaut, sind 300.000. Das stelle ich locker auf und kaufe wieder die Anteile von der Bio. Das wären Geschichten, was an jedem angeboten werden sollte. Dass man endlich einmal eine Diskussionsgrundlage hat in solchen Bereichen. Die gibt es nicht. Da muss mich muss reiner, anstatt dass von oben runterkommt, wie können wir das lösen? Das geschieht nicht. Herr Bürgermeister, wegen deiner Zwei-Kapperl-Theorie, ja? Ist es nicht auch ein bisschen unaufrichtig von dir,
weil sozusagen am Ende des Tages gehst du sicher zu den Gewinnern, nicht? Weil entweder der Deal geht wie geplant über die Bühne, dann kriegst du das Geld, oder er geht nicht so über die Bühne, dann kannst du sagen, ich habe dazu beigetragen, dass das so anders kommt. Ich bin schon Vertreter für die Bevölkerung und für die Leute in diesem Land. Und es kann ja nicht schaden, wenn die Gemeinde mehr Geld kriegt. Und im Land weiß ich, was passiert. Schatz, jeder weiß ja, der hoffentlich sich mit der Kommunalpolitik beschäftigt. Wie Bürgermeister bin geworden, habe ich 100.000 Euro damals in Schilling einzahlt für soziale Bereiche. Jetzt zahle ich 650.000 Euro. Die beschließen das herum im Land, wir müssen zahlen die Gemeinden. Fragen Sie andere Bürgermeister, die winseln alle in Kopf, in Sand und trauen sich nichts sagen. Wir sind jemand, oder die einzelnen Namenslisten, die was aufstehen und sagen, Alter, Freunde, das geht ja nicht so einfach. Die Diskussion gibt es, aber sie sollen den Mund halten, wieder schauen. Jetzt haben wir einen Punkt gehabt, wo wir gefragt sind auf einmal, wo wir auch endlich unsere Worte hängen dürfen. Und ich stehe für die Bevölkerung und nicht für Parteien. So wie es derzeit im Land läuft. Weil da ist der Niesel der große Chef, wenn der sagt, so ein Steindl, Franz, wir springen in Brumm, hupft der Steindl in Brumm und der Niesel sagt, warte, ich fahre nach Frankirchen in die Therme, vierte. So rennt es ab und ist sich bewusst, dass sowieso mitstimmen dürfen. Das sind die Dinge in diesem Land. Und daher werde ich weiter draufbleiben auf die Geschichte. Nicht nur das, ich werde wieder Meldungen und das wird es demnächst kriegen, was sich in diesem Land anspielt. Mit Dienstautos und andere Dinge. Zwei Fragen noch. Das eine, Sie sind da ein bisschen so nonchalant über das hinweggegangen, dieses Gutachten von Meier. Ich meine, es steht schon dezidiert drin im Gemeindevolksrechtegesetz, dass die Listen durchnummeriert. Wenn Sie wollen, kann ich es Ihnen sagen. Ist das nicht für einen Richter ein bisschen unangenehm, sozusagen? Nein, warum? Die Antragslisten sind fortlaufend zu nummerieren. Ja, sind fortlaufend. Das ist eine Antragsliste, die ist fortlaufend nummeriert. Die Antragslisten sind fortlaufend zu nummerieren. Daraus zu sagen, damit ist ein Formalfall passiert, das kann nur ein Gutachter sagen, der offenbar Geld braucht und dafür Gutachten macht. Ich habe von Meier an sich relativ viel gehalten, wobei viele seiner Gutachten in letzter Zeit nicht mehr halten. Da bin ich überzeugt, das hält nicht. Weil welchen Sinn, wenn Sie jetzt die Meinung vertreten, die Antragslisten sollten dort oben nummeriert werden? Das steht so im Gesetz. Nein, es steht, die Antragslisten sind fortlaufend zu nummerieren. Das ist genauso, wenn ich die Unterzeichner fortlaufend nummeriere. Ja, dann würde stehen, die Unterzeichner sind fortlaufend zu nummerieren. Ne? Verstehe ich anders. Was ist der Sinn des Gesetzes? Es geht um Geist und Buchstaben des Gesetzes. Was ist der Sinn des Gesetzes? Der Sinn des Gesetzes ist zu verhindern, dass manipuliert wird. Und gegen Manipulation hindert diese fortlaufende Nummerierung noch viel mehr als die andere. Daher bin ich felsenfest überzeugt, dass ein Höchstgericht sagt, der Gesetzgeber soll sich überlegen, ob man das nicht in dem Sinn... Aber laut Meier ist ja noch ein anderer Fehler passiert, nämlich dass zumindest in einem Fall, oder er hat eigentlich im Interview gesagt, in mehreren Fällen die Unterschriften fehlen. Es fehlt bei 117 Unterschriften eine Unterschrift, das ist richtig. Wir hätten gebraucht 80. Da soll er mal erklären, inwiefern das relevant ist. Es steht im Gesetz auch drinnen, wenn ein Formalfehler ist, besteht eine Verbesserungsmöglichkeit. Ich brauche nicht einmal die Verbesserung, weil ja von 117 minus 1 ist 116, brauchen wir 80. Dann wird auch nämlich irgendetwas sein, nur paraffiert worden und das würde auch nicht genügen. Dann wird man, erstens einmal gibt es eine oberstgerichtliche Entscheidung, die soll er sich anschauen, der Herr Dr. Meier, wo gesagt ist, dass Paraffen Gültigkeit sind. Dann wird der Herr Dr. Meier nachdenken müssen, ob Urteile, ob Anklageschriften der Staatsanwalt jemals rechtskräftig geworden sind, weil die werden alle mit Paraffe gezeichnet. Der Stix hat nie mit Karl Stix gezeichnet, immer nur mit Stix gezeichnet. Das ist ja, der wird ja zur Karikatur eines Verfassungsjuristen, der Herr Meier, mit seinen Ergüsten, die er da von sich hat. Ja, Herr Doktor, wenn man jetzt davon ausgeht, Sie kriegen Recht beim Verfassungsgerichtshof, Das dauert sicher mindestens ein Jahr. Glaube ich nicht. Der Verfassungsgerichtshof wird erkennen, dass diese Sache Brisanz hat und wird daher meiner Ansicht nach sehr schnell entscheiden. Das ist so wird bei Wahlen üblicherweise auch so gemacht, dass innerhalb von wenigen Monaten die Entscheidung kommt, damit hier die erkennen das. Ob etwas wirklich brisant ist, das wäre hier brisant, weil ja die Frage des Verkaufes im Raum steht und
Daher aber Verkauf und Fusion werden aus heutiger Sicht dann zu dem Zeitpunkt schon abgewickelt. Ne? Das hängt davon ab, Rückabwickeln, super. Erstens einmal ja, möglicherweise rückabwickeln, zweitens das ist die Frage, was in Jahres ist. Nur, vielleicht wird man in Jahres, vielleicht wird man in Jahres sagen, vielleicht hat man in Jahres davon lauter Entmündigte unterschrieben oder so, aber irgendwas versucht man ja auf jeden Fall zu finden. Das heißt, man ist ja nicht hergegangen und hat dem Meier gesagt, schauen Sie sich das an, sondern man hat gesagt, versuchen Sie irgendwas zu finden, wo man möglicherweise sagen könnte, da passt etwas nicht. Das ist ja ganz klar. Und wahrscheinlich hat man, ich weiß nicht, ob man konkret Geld geboten hat oder ob das, ist ja alles nicht bekannt, ist ja auch komisch. Die Gemeinde Großhöflein hat den Auftrag erteilt, ich bin Gemeindevorstand von Großhöflein, hat davon nichts gut. Ich kriege seine Castzettel. Ist ja alles ein bisschen, Sie können das gern sehen, ist ja eine komische Geschichte. Ich habe eine Frage noch, wenn man ganz an den Ursprung zurückgeht, hat er das angefangen mit der Umwidmung der Türecker. Ja. Wie ist da der Stand der Dinge? Also wie, das hat mit der Sache absolut nichts mehr zu tun. Also das ist vom Tisch die... Das ist eine Frage, die uns interessiert. Ich bin der Meinung, dass man die Grundstückseigentümer, dass man denen übel mitgespielt hat. Auch wieder mal typisch, wenn was politisch nicht vorher akkordiert ist. Aber diese Frage ist zwischenzeitlich völlig unabhängig davon, weil je mehr ich mich in die Materie hineingekniet habe, gesehen habe, wie nachteilig dieser Vertrag für die Gemeinden ist. Das heißt, das Jungteam ohne Umwidmung keine Zustimmung ist? Habe ich schon vor längerer Zeit gesagt, habe ich etwa 2-3 Wochen nach meiner ursprünglichen Meldung gesagt. Letzter Satz dazu. Ich habe am Dienstag noch versucht, auch mit dem Vorstand der Begas, auch mit dem Bertl Rauchbauer als Finanzmacher im Lande, auch mit Herrn Rechtsanwalt, ein Gespräch zu führen. Das war ein sehr konstruktives Gespräch, wo sich herausgestellt hat, denke ich, dass wir am guten Weg waren. Dass wir eine Lösung angepeilt haben. Zu der stehe ich noch immer zu dieser Lösung. Ich sage das jetzt offen und ehrlich. Es soll noch ein Gespräch geben, meiner Meinung. Und ich denke, dass auch hier eine Möglichkeit bestehen könnte, dass wir einen Weg für beide Seiten finden. Und das heißt für mich für die Bevölkerung finden. Wo wir alle damit leben können. Das wäre ein Signal oder von mir entgegenkommen, muss auch das Land entgegenkommen, weil die Begas im Endeffekt sich schon ausklingt hat in der ganzen Geschichte, sich sehr ruhig verhalten und auch richtig argumentiert, denke ich einmal. Und nur weil zwei Leute, der Herr Landeshauptmann und der Finanzreferent, private Animositäten dann ans Tageslicht bringen, darf die Bevölkerung und die Gemeinden nicht bestraft werden. Und daher wünsche ich mir weiterhin einmal ein Gespräch, einen Termin. Und nicht Skifahren in Altenburg, weil der war stundenlang oder tagelang gar nicht erreichbar. Ich sage das auch mit dieser Zeitlichkeit. Weil, wenn, dann traue ich wenigstens Hände auf und los reden mit einem. Hat der Herr Wolfgang Rauter mit mir gemacht, mit der Anna Silvia gemacht. Das heißt, diese Gesprächsmöglichkeit, soll es noch geben. Wenn nicht, dann schauen wir halt weiter, dann gibt es andere Wege zu beschreiben. Und wo sind da aus? Wie könnte die Lösung ausschauen, dass die Gemeinden mehr Es gibt Lösungsansätze seitens der Begas, in Probzer, in Herrn Siemandl. Es gibt Ansätze, wo auch der Bertl klar und deutlich sagt, es wäre eine Möglichkeit, einen Weg zu finden. Aber. Und mehr so geht es nicht. Und da müssen alle Gemeinden damit auch bedient werden. Es sollte natürlich auch den Medien schon ein bisschen nachdenklich machen, wenn ein Jäuser Bürgermeister den Vertrag unterschreibt, ohne dass es überhaupt kundgemacht ist. Das ist ja Wahnsinn. Entweder er ist, ich will nicht sagen ein Vollidiot, aber entweder er ist er kennt sich bis jetzt nicht aus, das ist, und hat sich vorher nicht ausgedacht. Fragen Sie nach in der Gemeindeabteilung, jeder Gemeinderatsbeschluss bedarf zur Kundmachung des Anschlags an der Amtstafel. So er sagt, das hat wir haben, stattgefunden. Wir haben jeden Tag fotografiert. Wir waren jeden Tag, wenn er dann lügt er auch. Gut, dann gehört er weg. Das ist nicht nur Amtsmissbrauch zu begehen, sondern Lügen auch noch, was man ihm nachweisen können, wenn wir mit einer Zeitung jeden Tag fotografiert haben, die Amtstafel. Der ist ja. Der hat ja wirklich seine Zielsinne nicht im Geist. Solche Leute, da wird nicht hinterfragt, was ist das für Bürgermeister, der kehrt ja schon lange. Das würde ich empfehlen, einmal dringend. Und da soll er, haben Sie mit ihm telefoniert? Und das hat Ihnen gesagt? Ja.
hast du die Fotos da? Also laut Oberamtsrat ist der Anschlag am Montag erfolgt, also am gleichen Tag. Als die der Oberamtsrat war nicht da, die Angestellten waren nicht da, es war überhaupt niemand am Montag da, lustig ist das. Nein, als der Antrag vom Altenburger eingebracht wurde, also am Montag, genau, am 13. Das muss er beweisen. Unterschrieben hat er früher. Es kann doch nicht ein Bürgermeister, genauso wie der Bundeskanzler hergeht, ein Gesetz unterschreibt, ohne dass das kundgemacht worden ist. Wo sind wir denn? Wir sind ja nicht in einer Bananenrepublik. Und das wird er doch wissen, dass ein Gemeinderatsbeschluss, bevor er unterschreiben darf, an der Amtstafel angeschlagen sein muss, weil 8 Tage noch Einspruchmöglichkeit besteht. Das ist ein glatter Amtsmissbrauch. Außer er ist so dumm, dass er nicht weiß, nach 10 Jahren, wie lange ist ein Bürgermeister, nach 10 Jahren Bürgermeistertätigkeit, dass sowas angeschlagen werden muss. Ich meine, in jedem Fall muss der zurücktreten. Entweder hat er sich strafbar gemacht oder er ist stockdumm. Und das wird natürlich kein Thema im Burgenland, kein Thema. Okay, komm ich noch runter. Ich hätte jetzt eine Frage noch zu diesem Argument mit der Dividende, das ja heute schon ein paar Mal gekommen ist. Also laut Begas geht es da um 1,3 Millionen Euro. Das ist ein 1% oder ein bisschen mehr von dem gesamten Deal. Für jede Gemeinde heißt es ein paar 1.000 Euro. Ja. Um das zu bekommen, nehmt ihr quasi in Kauf, dass das ganze Prozedere jetzt, wenn schon nicht vielleicht verhindert wird, aber doch so weit verzögert wird, dass die Gemeinden vielleicht ein Jahr oder noch länger auf das Geld warten müssen. Ist das gerechtfertigt aus eurer Sicht? Warum brauchen die Gemeinden eigentlich so dringend das Geld? Weil wir Wahlkampfjahr haben? Oder sind sie wirklich so finanziell am Boden, dass sie keine Luft mehr haben wie Overwatch? Und ich sage das nochmal, wenn dort nicht recherchiert wird, dann mache ich eine Strafanzeige gegen die ganze Geschichte. Das sage ich auch mit der Deutlichkeit, weil was da runtergeht, das ist nicht mehr normal. Der nimmt einen Kredit auf, der wird abgesegnet von der Regierung. Das darf aber nicht warum sein. Warum auch immer? Also viele Gemeinden brauchen Geld und sie brauchen was machen, was und die rechnen. Also, und das Land braucht nicht das Geld. Und was machen Sie? Ihr habt die Interessen der Gemeinden jetzt im Auge. Aber was machen wir in 2-3 Jahren? Da kannst du nichts mehr verkaufen. Nein. Die Gemeinden sehr lange vielleicht auf das ich habe erwartet. Und wenn die Juristen des Landes recht haben, werden sie vielleicht sogar im Worst Case auf sehr viel Geld verzichten müssen. Nämlich auf viel mehr, als sie bei irgendwelchen Vertragsgebühren oder Dividenden einerkriegen würden. Einfach falsch. Wieso, das stimmt. Da geht es um Überzeugung. Du redest ja schon bald wieder Bingler, hallo. Ich glaube, ich herrschle. Wieso? Jetzt noch einmal klargestellt. Ganz klar gestellt. Ich bin dafür, dass da dieser Deal über die Bühne geht. Mit gewissen Voraussetzungen. Der Rauchbau Bertl sagt zu mir, wir haben so lange zugehört, ich sage das nochmal, Wortwörtel. Wir haben so lange zugehört, weil wir nicht geglaubt haben, dass in Großhöflein die Unterschriften zusammenkommen. Und ich gesagt, super. Und jetzt haben wir es. Was machen wir jetzt? Und warum hat man nicht vorher ein Gespräch gesucht? Schon Wochen vorher. Und ich habe gesagt, so, setzen wir sich einmal zusammen, welche Möglichkeiten gibt es, dass wir das über die Bühne bringen. Und überall gibt es Verhandlungsmöglichkeiten. Überall. Ich habe gesagt, ich bin ein Konsenspolitiker und wir hätten Möglichkeiten gefunden. Ich lasse jetzt noch offen, wenn es ein Gespräch gibt in den nächsten Tagen, ich bin für das bereit, kein Problem. Aber es ist so eine vernünftige Lösung. Wissen Sie, was mir viele Wirtschaftstreibende gesagt haben, die unterschrieben haben? Die haben gesagt, ich würde mich schämen als Unternehmer, wenn ich ohne besonderen Anlass meine Substanz angreifen muss, um meinen Betrieb aufrechterhalten zu können. Haben auch viele Unternehmer gesagt, haben gesagt, deswegen unterschreibe ich. Das heißt, wir tun so, als wenn die Gemeinden im Burgenland nur existieren könnten, wenn sie ihr Familiensilber verklopfen. Und das ist doch traurig. Was machen wir denn in 3 Jahren? Was verkaufen wir dann? Verkauft sich der Bürgermeister selber, verkauft er seine Schwiegermutter? Ja, es ist traurig, aber es ist Faktum, dass die Gemeinden das Geld brauchen. Ja, so krass. Ich frage jetzt, welche Gemeinden? Hätten sie sich aufgehängt, wenn sie das Geld nicht was war der Gemeinde überschuldet? Ja, was wäre gewesen, wenn dieser Deal nicht zustande gekommen wäre? Hätten sie sich wahrscheinlich massenselbst der Bürgermeister. Von Haus aus nicht. Was wäre gewesen, wenn das Land sagt, ich bin an der Begas gar nicht interessiert, wird das schlecht geführt. Gott sei Dank war die Begas gut geführt, das muss ich auch dazu sagen. Aha, dann schnappt man sich den Gach, dann haben wir Geld und jetzt haben wir Wahljahr und jetzt schauen wir das, was über die Runden bringt. Dann sind wir Geld wieder. Du hast das ja konsequent weitergedacht, dass ihr eigentlich der Meinung seid, die Gemeinden haben es eh nicht nötig, das zu verkaufen und sollten sie die Begas kaufen. Ja, und viele Gemeinden, aber leider nicht alle. Das sage ich ja nicht. Die Fusion hat ja mit Verkauf nichts zu tun. Oder sollten die Gemeinden Haupteigentümer sein, des neuen Konzerns? Wenn ich
einen Anteil an einer neuen Gesellschaft bekomme, der entspricht meinem Anteil an der Pegas, habe ich kein Problem damit im Großaufwandersort. Bin ich dafür sogar. Ich habe bis jetzt auch gehabt, wo liegt denn das Problem? Lieber Dividende bekommen die jetzt schon. Vielleicht ist die BEWAG so gut geführt, weil Manfred Köhli und andere dort dahinter waren, dass ich nehme es nicht an, das ist so gut geführt. Aber vielleicht wäre es gut, wenn solche Leute auch in einer neuen Gesellschaft drinnen das Sagen haben und da schauen, dass sind die ja nicht gefragt, der könnte ja mal irgendwas aufzeigen, könnte kritisch was hinterfragen und da hat man schon Angst, bevor die Sitzung anfängt. Dann hast du schon, aber was wird er denn heute fragen und was wird er denn machen und was wird er denn tun? Ich interessiere mich dafür, weil das Volksvermögen ist, was da verprasst wird. Und das tagtäglich hört man es, egal im Bund, im Land, in der EU, wurscht, in den Gemeinden. Da regt sich keiner auf. Und daher stehe ich dafür, dass ich sage, okay, Fusion, ja, unter gewissen Voraussetzungen ist das überhaupt kein Problem. Weil noch einmal, vor erste Periode als Abgeordneter habe ich darauf hingewiesen, warum legt man solche Dinge nicht zusammen, um Synergieeffekte zu erzielen. Das ist mein Vorschlag. Da sind wir ja gleicher Meinung gewesen, dass wir gesagt haben, durchaus eine Kooperation, ob das jetzt ein Zusammenschluss der beiden Unternehmungen ist oder ob das eine gemeinsame Verkaufsschiene ist, gemeinsame Rechnungen mit beiden Logos, über das alles kann man diskutieren. Das macht ja Sinn. Nur das zu machen, nur zur Sanierung der BEWAG, ohne Offenlegung, ohne Transparenz, das ist keine Bitte. Habt ihr Einsicht gehabt in die Gutachten eigentlich schon? Bitte? Habt ihr Einsicht gehabt in die Gutachten? Wir haben uns hinsetzen dürfen und haben natürlich das nicht mitnehmen dürfen, wo man vielleicht einen Wirtschaftsexperten fragt, versuchen wir ein bisschen schlau zu machen, aber trotzdem, was kann einer von uns mit diesen Zahlen anfangen? Da braucht er einen Fachmann. Da haben wir gesagt, können wir das mitnehmen, vielleicht einen Finanzfachmann anschauen lassen? Das darf man nicht, aus dem Haus darf das nicht gehen. Das ist da, was ich mir immer frage, warum es immer im Raum steht von euch, dass das viel mehr wert ist. Also, warum geben Sie die Gutachten nicht an die Bürgermeister? Es gibt ja jetzt schon eine Bilanz und wir kriegen jedes Jahr Dividende ausgeschüttet, da kann ich hochrechnen, oder? Lebe ich am Morgen? Ich bin selbstständig. Ich habe auch gewusst, dass da viele Rücklagen sind. So wie beim Müllverband 85 Millionen Rücklagen sind. Da soll sich der Herr Niesl halt vom Müllverband sein Geld holen, aber nicht über die gut geführte Pegas. Und das verstehe ich ganz. Und ich will, dass man zusammenkommt, aber auch für die Gemeinden das Beste aussehen. Für alle Gemeinden. Natürlich schaue ich auf Deutsch Kreuz auf. Gar keine Diskussion. Das ist mir sehr wertvoll. Aber ich sitze noch einmal im Landtag und da muss ich auch schauen, dass das Geld dementsprechend auch für die Gemeinden da ist. Was macht das Land? Jetzt soll man aufstellen, was sie jetzt machen, wenn Pegas fusioniert wird. Ich habe nichts noch gehört. Wer wird dort der Chef? Wer übernimmt das? Wo kommen die Angestellten alle hin? Was tut man mit dem? Gibt es ein Diagramm von der ganzen Geschichte? Nein, nichts gibt es. Nichts gibt es, leider. Und wenn ich so ein Geschäft vorbereite, dann muss ich als Selbstständiger sagen, muss ich das schon längst vorbereitet haben. Man muss da eine Liste haben, so schaut es aus, wenn ich das bekomme, so wird es geführt. Einsparungspotenzial 30%. Was haben die? Wenn ich frage, irgendein Biller, der weiß gar nicht, was er mit denen anfangen soll, der ist wieder Jules Bürgermeister. Der kennt sich genauso nicht aus. Daher ist der Biller falsch auf dem Platz. Und der Landeshauptmann ist stur geworden, Ärger wie der Kehre. Glaubst du mir das? Herr Dr. Rauter, jetzt noch eine Frage. Angenommen, es kommt zu einer Volksabstimmung in Großöflein, Sie setzen sich sozusagen durch. Ja. Werden Sie dann der Bevölkerung empfehlen, diesen Deal abzulehnen, auch wenn der Preis dafür sein sollte, dass die Gemeinden insgesamt, so wie es die Juristen des Landes sagen, in dem Fall dann über 20 Millionen Euro verlieren werden, weil diese Steuer anfällt. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass diese Juristen des Landes recht haben. Ne? Der Herr Gerberschitz hat einen Gemeinderatskollegen von mir, der ist Finanzfachmann, Steuerberater, der kennt sich wirklich aus, angerufen, also mein Kollege, der Magister Wallner, kann man ja sagen, hat angerufen und gesagt, mich würde das interessieren, warum behauptet ihr da, dass Steuerpflicht entsteht? Darauf hat der Gerberschitz ihn persönlich angerufen und hat gesagt, naja, da gibt es unterschiedliche Meinungen, die einen Experten sagen so, die anderen Experten sagen so und das müssen wir uns anschauen. Der Magister Wallner hat gesagt, das ist ja keine Gesetzesänderung passiert, warum sollte da auf einmal Steuerpflicht entstehen? In Wirklichkeit kennt sich von denen keiner aus. Faktum, was ich vorher gesagt habe, Steuerpflicht entsteht dann, wenn nicht die Gemeinden verkaufen, sondern wenn die GAV verkauft.
Und dagegen bin ich. Alle Gemeinden müssen aber verkaufen. Ja? Das ist ja nicht. Und wenn das jetzt ist zum Beispiel ja, Beispiel das ist nach ja, einer negativen Volksabstimmung nicht verkauft, dann ist diese Variante von Tisch. Aber das stimmt ja nicht. Man braucht einfach nur die Satzungen ändern. Man braucht einfach nur die Satzungen ändern, dass man sagt, es ist nicht mehr so, dass jede Gemeinde nur über die GAV agieren kann, sondern dass sie selbstständig agieren kann. Dann kann ich Separatverträge machen. Natürlich, das Land hat Angst, dass dann die Gemeinden mehr Geld verlangen. Das ist ja mein Interesse. Das ist ja mein Interesse, dass im freien Wettbewerb gesagt wird, will ich verkaufen für Großhöfner, dann verlange ich zum Beispiel 1,5 Millionen Euro. Oder ich sage, nein, und das kaufe ich dir nicht ab, dann bekommen wir eben an einer neu zu gründenden Gesellschaft unsere Anteile. Wo ist denn das ein Problem? Das ist ja das, was im Wirtschaftsleben ständig stattfindet, dass zwei Unternehmungen fusionieren und die bisherigen Eigentümer bekommen im neuen Unternehmen Anteile entsprechendes Wertes. Was ist da schlimm drauf? Jetzt ist die ganze Geschichte 200 Millionen. Jetzt gehe ich her und sage als Besitzer, was ist, wenn wir die Bäber kaufen? Ja. Was ist dann? Wahrscheinlich ist es nicht gescheiter. Wo liegt da das große Problem? Wir haben gut gewirtschaftet in der Bergas, haben 42 Millionen Rücklagen, gemeinsam 200 Millionen ist wert, das stellen wir auf. Und wenn man sich Kredite aufnehmen, so wie das Land, was macht denn jetzt das Land? Die haben nicht die 100 Millionen in Segel, der Herr Biller. Der muss sich auch kreditieren. Er nimmt sich nur die 22 Millionen, braucht es geschwind für Sanierungen, für Löcherstopfen. Da gehe ich her und sage als Gemeinde, setzen wir sie zusammen, liebe Freunde. Die 200 Millionen werden wir aufstellen können, weil 42 Millionen gibt es eh. Oder die 100 Millionen werden wir aufstellen können als Gemeinden. Und ich traue mir das zu. Und dann brauche ich aber nicht den Christbaum, was ich dir da politisch vorstelle. Da brauche ich nicht proporzbesetzte Freunde. Der Biller wird keine Zustimmung der Gemeinden bekommen für einen Deal, wo Steuerpflicht entsteht. Da werden die Gemeinden schlicht und einfach sagen, nein. Das sollen sie uns prüfen, aber das schauen wir an. Bin ich felsenfest überzeugt. Da das wird man halt verhandeln müssen, ja. Ja, da und ich bin überzeugt, dass für die Gemeinden viel mehr Geld rauskommt. Und zwischenzeitlich gibt es schon etliche Bürgermeister, speziell im Mittel- und Südburgenland, die sagen eigentlich, ob das ein gutes Geschäft war, ist die Frage. Weil über das drüber gefahren worden, politisches Kommando. Natürlich, weil es alle Sie unterstellen eigentlich 169 Bürgermeistern und Gemeinderäten, dass die völlig ahnungslos sind. 109 oder 110. Achso, ja, genau. 108 in dem Fall. Die sind völlig ahnungslos. Sie haben keine Ahnung. Nein, jetzt sage ich das. Sie haben eine Ahnung. Aber nicht. Jetzt sage ich, von den 108 haben 100 eine Ahnung. Aber sind parteimäßig um einen Druck. Dann kriegst du keine Zuwendung dort. Dann schaut es so aus. Das ist Druck, was da gemacht wird. Und das kann ich bestätigen. Das ist das Problem in unserer politischen Landschaft. Ist es nicht erschreckend, wenn die Bürgermeister und die Gemeinderäte die Bewertungsgutachten nicht sehen? Der Tod hat es gesehen, weil er Funktion hat in der GAV und sonst hat kein Bürgermeister die Bewertungsgutachten gesehen. Wo gibt es denn das? Das war so ähnlich wie wenn meine Frau sagt, jetzt verkaufen wir das Haus um 200.000 Euro und ich sage, naja, sollten wir vielleicht einmal anschauen, was das wert ist. Und so, man braucht das nicht anschauen, ich werde Gutachten eingeholt, aber sehen brauchst du das nicht. Genau, dann passt es eh. Wenn ein Gutachten eingeholt worden ist, vom Haus. Ja, aber dass ich es nicht sehen darf, das ist ja das Komische. Da muss der Frau glauben halt. Ne? Eine andere Frage noch. Die Fusion wird ja immer argumentiert, unter anderem vom Land, mit Einsparungen. Ne? Ja, das ist super. Jetzt sagen mir Leute, die sie auskennen müssten, dass man wirklich Einsparungen nur über das Personal lukrieren kann. Oh, was rechnet ihr, wenn das wirklich fusioniert wird? Sozusagen mittelfristig, wie viel Personal abgebaut wird? Da sage ich gar nichts, sondern da soll ja mal der Herr Biller sagen, warum er glaubt, dass das günstig ist, und soll der Herr Biller sagen, wie viel Personal er einsparen will. Dann reden wir mit. Aber das, rufen Sie einmal an und sagen, Herr Landesrat Biller, wie viel wollen Sie dort einsparen? Das dann Personal in erkläglichem Ausmaß eingespart wird. Ich nehme an, dass der Herr Biller massiv einsparen will, damit Sie weiter satte Parteienförderungen kassieren können, damit weiter die Regierungsbüros so aufgebläht sind und so weiter und so fort. Ja. Daher will er einsparen in allen anderen Bereichen, nur bei sich selber nicht. Ich habe mich noch gewundert, wie er gesagt hat heute im ORF, also auch unter anderem die Zusammenlegung BEWAG und BEGAS wird große Einsparungspotenziale geben. Ich kann nur lachen. Ich kann nur lachen. Ich muss mir die Löcher stopfen von der BEWAG. Was dort los ist. Warum hinterfragt das wirklich keiner? Warum bist du dann für die Fusion eigentlich?
Warum ich für die, weil das schon immer war, weil ich das schon immer war. Weil ich gesagt ja, habe, aber, ja, aber heraus die Politik, heraus die Politik, die proporzbesetzten Geschichten, alle weg. Transparenz. Transparentheit, wo ich immer schon war. Und ich habe nicht einmal aufgezeigt, in Verbänden, in öffentlichen Unternehmen, wo dort proporzmäßig alles nur drüber gefahren wird. Und der sagt, der Vorsitzende, wir haben das eh in unsere Gremien besprochen. Stimmt's zu? Soll ich mal sagen, was kosten die Cross-Border-Geschäfte, dass man dort hinauskommt? Soll ich mal offenlegen? Ich frage zehnmal, habe ich die Bäger hat es geschafft, das die Leitungen, die ganzen Stromleitungen im Burgenland kehren nicht der BEWAG, sondern kehren irgendeinen amerikanischen Investor mit einem Leaseback und so. Soll ich mal sagen, was kostet das, um dort wieder rauszukommen? Wenn ich anschließend in Deutschland von der Bioenergie, kommen die Herrschaften und sagen, wir haben kein Geld, dass wir 5 Meter Anschlüsse machen können. 10 Meter Anschlüsse, wo wir die Kapazität hätten gehabt. Kommen die und sagen, dort laden, wir haben kein Geld. Dann bin ich hergegangen und gesagt, ich, als Gemeinde tue ich es vorfinanzieren, dass die Leute anschließen. Da müssen wir, die können wir nicht neue, wieder neue Proports besetzt, ist eh klar, Direktoren sowieso. Den einen haben sie in die Wüste geschickt, aber auf, der ist jetzt noch hergekommen, der hockt jetzt in der, was weiß ich, in der Pika um. Das sind so Dinge, was mich so auferstessen. Warum ist das notwendig? Da gehe ich dann her und sage, so, so schaut es aus, tut leid, wir haben da leider einen Mist gebaut. Das hörst du aber sonst nicht, außer wenn ich direkt beteiligt bin. Wenn ich das an anderen Bürgermeisterkollegen sage, sagt er, von wo nimmst du das her? Dann sage ich, schaust du solche Dinge nicht an? Na ja, jetzt wieder wegen ein paar tausend Euro auf und dann. Na, wo will man? Ich weiß, dass manche Gemeinden nicht einmal 10.000 Euro haben für die Feuerwehr mehr, dass sie es ausstatten können und solche Dinge mehr. Und dort sage ich, es wurscht, 16.000 Euro Miete zum Zahlen ist für ein Büro im Müllverband, das was nie benutzt ist geworden, im Monat 16.000 Euro. Wie ich das aufgezeigt habe, habe ich gesagt, von wo nimmst du denn das her? Na, das ist ja Sauerei, sage ich. Und zugestimmt habt ihr schon wieder. So rennt es. Bis wir nicht irgendwo einen Zettel kriegen, wieder einen zugeschickten, so wie den, wo dann drauf steht, liebe Freunde, schaut euch das genau. Und dann werden wir alle miteinander munter. Dann ist das Geld schon längst verprasst. Bei der letzten Pressekonferenz war von einem Interessenten geredet. Ja. Kann man da jetzt mehr fahren oder wie geht's? Habe ich ja gesagt. Die haben an die GAV geschrieben, haben gesagt, sie haben Interesse. Ah, ist der. Okay. Sie haben Interesse, sie sind bereit, diese Verschwiegenheitsübereinkommen zu unterschreiben und ersuchen um weitere Informationen. Nur es besteht offenbar kein Interesse seitens des Landes. Das heißt, einen Interessenten, der sagt, ich biete 130 Millionen so vorweg, gleich nicht zu kontaktieren, ist eigentlich eine interessante Sache. Das ist ja, aber da steht wohl dahinter, dass man eben nicht privatisieren will. Ne? Weil wenn die Anteile haben wollen und die Burgenland Holding nicht verkauft, dann müssen die Anteile von der öffentlichen Hand kommen und dann verliert die öffentliche Hand die Mehrheit in den Unternehmen. Ist mir schon klar, nur was will ich? Will ich für die Gemeinden möglichst viel Geld haben, wie die, das Land das behauptet, oder will ich das Land und die BEWAG sanieren? Wenn wir tatsächlich für die Gemeinden möglichst viel Geld holen wollen, wäre doch durchaus möglich, dass man sagt, okay, wir schauen, dass das Land im Wesentlichen das Sagen hat dort, egal ob über die Holding oder sonst was, und ich privatisiere 24%. Privater ist nie eine schlechte Variante, aber man ist ja gar nicht interessiert und die sterben schon. Daher sage ich, mir ist es am liebsten, Großhöflein ist in einer Gesellschaft, egal ob bei der gut geführten Pegas oder dann später bei einer hoffentlich auch gut geführten Energieallianz oder wie immer sie sich bezeichnen, weiß man ja auch noch nicht, Minderheitseigentum. Fällt mir unheimlich frei. 0,3% oder so wäre okay und dafür würden sie lieber auf das Geld verzichten. Nur selbstverständlich. Natürlich. Da gehört ja, dann trotzdem noch mehr, dann habe ich einen Wert noch da. Das ist ja so wie ein Schwabbier, wo nur 8.000 Euro drauf sind. Ich habe jetzt gerade einen Wert mit 1,2 Millionen. Das ist ein Wert, wenn ich hergehe auf die Bank und sage, da liegen meine Leitungen. Da muss ich hergehen zu der GAV und sagen, erst, ich will meine Leitungen verpfänden, weil ich bin mir noch immer nicht sicher, ich habe ein paar Gemeinden das sowieso verpfändet schon längst. Und da frage ich mich, die Leitungen liegen jetzt bei mir in Deutschkreuz im Boden, Grund und Boden. Wenn ich hergehe und sage, ich will auf die Leitungen einen Kredit aufnehmen, ist das nichts anderes, wie was Oberwart jetzt eh schon gemacht hat mit solchen Geschichten? Das hätte ich machen können. Wenn der Banker auf das eingestiegen war, hätte ich wahrscheinlich einen Kredit gekriegt für 2 Millionen oder 3. Weil eine Sicherstellung hätte gehabt für Gutachten 1,2 Millionen, was die Gemeinde Deutschkreuz kriegt. Da frage ich mich, was ist da? Weil so regt sich keine EVN nicht auf. Ich höre von der EVN nicht einmal ein Wort, nicht einmal einen Satz. Ich habe versucht, ja, mit denen zu reden, die sagen, na, weißt warum? Passt alles wunderbar. Na, weil die wesentliche Eigentümer an der BEWAG sind.
Glaube, und die wissen, wenn die Bewag den Bach hinunterschwimmt, verlieren sie Geld. Daher sind sie interessiert, zum Begasgeld zu kommen. Das ist der Grund, warum die EVN sich nicht rührt. Die wissen auch genau, dass die Bewag auf der Bank ist. Was los ist. Gut, aber eine spannende Geschichte. Bin neugierig, wie sie sich weiterentwickeln.